So, liebe Freunde des gepflegten Motorsport, ein herzliches Willkommen vom Nürburgring. Wir haben das 24-Stunden-Rennen vor uns und wir, das bewährte Team vom Vodafone Gigaspeed Livestream, wir sind bereit, wir sind heiß. Patrick Simon, Olli Sittler, Jan Stecker und Matze Malmedy. 26 Stunden werden wir euch nonstop in diesem Vodafone Gigaspeed Livestream ohne Unterbrechung versorgen. 3, 2, 1, hoch! Hey, ihr müsst aufstehen! Hey, und weiter, noch weiter! Und jetzt gibt er Gas und jetzt ist die Hatze eröffnet. 24 Stunden Nürburgring 2018 und das ist Dirk Werner, der direkt angreift. Das ist Millimeterarbeit. Da gibt's die Berührung. Ja, Olli steht da, weil Patrick, der steigt gerade ein. Das Geilste, was es mitgibt auf der Runde, pro 70 auf der Uhr, Alter, unfassbar geil. Du machst diesen Giga-Livestream erst möglich. Wir sind jetzt mittlerweile im vierten Jahr und das immer erfolgreicher. Also Wahnsinn, wir haben jetzt nach knapp 2 Stunden schon 1,7 Millionen Streamabrufe gehabt. Vor 4 Jahren, glaube ich, war das Endresultat. Wahnsinn, die Fans da draußen, wie die wertschätzen, was wir hier machen. Ein Riesenlob an unsere Technik, die hier nochmal zusätzliche Masten aufbaut und jedes Jahr mehr Bandbreite zur Verfügung stellen. Und ich glaube, wir liefern auch ein tolles Produkt ab, wie jedes Jahr. Übrigens auch, weil ihr so einen tollen Job macht. Wir sitzen auf dem Riesenrad, auf dem neuen Wahrzeichen. Ich habe echt Höhenangst. Und, wackel mal ein bisschen. Wenn der Stecker jetzt, hör auf, Sittler. Ja doch, das ist gut alle, so. Ich mach euch alle. Wir wackeln alle. Nee. Das hier ist das Auto, das bisher den Ton angibt. Normalerweise liegt hier ein Rennfahrer, aber in dem Fall liege ich da. Patrick hat sich nicht getraut. Warum, müsst ihr jetzt selber fragen. Was nimmt ihr jetzt? Bremsspray? Nein. Rostlöser. Ja, das macht Sinn. Mann, ist das eng! Guck mal, hast du gesehen die Blitze? Ja, ich sehe sie. Also, der Regen kommt näher. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht meine Wetter-App gecheckt, wann das nächste Mal hier nass wird. Aber es wird definitiv in dieser Nacht noch nass. Im 911er Porsche sorgt für die Schrecksekunde der Nacht. In Führung liegend der Abflug im Bereich Schwalbenschwanz. Vorne auf dem Lumi Rank. Jetzt vergehen Jahre gefühlt für den Fahrer. Der Nebel, der kommt jetzt hoch und die Rennleitung muss natürlich entscheiden. Am Ende ist es noch tragbar, dass gefahren wird. Das ist so rutschig da draußen, sehr schwierige Bedingungen. Die kalten Temperaturen, der Reifen kommt nicht auf Temperatur. Du hast ganz wenig Grip, es ist wie Glatteis. Fahrzeuge sind in diesem Moment auf der Einführungsrunde. Und jetzt ist es Adam Christodoulou, der die Reise wieder aufnimmt. Jetzt kommt der Angriff, da bin ich überzeugt. Christodoulou fährt schon Kampflinie, macht rechts innen zu und da geht Fred Marco außen vorbei, setzt sich links daneben. Hat natürlich in der Rechtskurve die schlechtere Linie. Christodoulou viel zu spät auf der Bremse. Nebeneinander in Turn 2. Berührung und beide drehen sich. Der Wahnsinn, es geht um den Gesamtsieg. Angefahren weiter, Führungswechsel.
Adam Christodoulou schlägt da links ein. 5, 4, 3, 2, 1. Uhr ist abgelaufen und jetzt wird abgewunken. Glückwunsch ans Hause Manthey. Glückwunsch an Porsche. Und das ist der Wanderpokal für die Sieger Manthey Racing. Insgesamt werden wir jetzt wahrscheinlich über 8 Millionen Stream-Abrufe haben. 53 Millionen Minuten wurden Streams geguckt. Genau, grandios. Mir hat ultra viel Spaß gemacht, Gregor. Vielen Dank, dass wir das hier jedes Jahr rocken dürfen. Jedes Jahr in der Woche davor fängt bei mir das Kribbeln an. Ich liebe dieses Live-Ding einfach. Danke an die Fans draußen, an den Monitoren, an den Handys, an den iPads, woran auch immer. Ihr seid geil. Danke, dass ihr da draußen ausgeharrt habt. Auf den Tribünen, auf den Campingplätzen, überall. Und wir sehen uns nächstes Jahr wieder. 3, 2, 1. Tschüss. Tschüss.